Ja, sonnige Nachmittagsgrüße, liebe Zuschauer, zum jetzigen Chef, die Live-Trading TV am Nachmittag 16:30, 1. Juli. Die Sonne erstrahlt und die Märkte bzw. die Indizes tun Gleiches nach sehr, sehr schwachen Auftaktsverlusten in die Woche. Wir wollen hier den Blick auf den großen S&P 500 richten, der ja hier sozusagen als Maßstab aller Dinge gilt. Und wir schauen uns mal hier zunächst den Tagesschart an. Was ist passiert? Wir haben den Ausbruch über diesen kurzfristigen Abwärtstrend vollzogen. Das roch wieder verdammt bullisch. Leichte Rücksetzer waren legitim bis in den Bereich von 2100. Und genau da sind wir ja auch knapp drüber aus der vergangenen Woche ja, ins Wochenende gegangen. Dann eben hier der Schock in Anführungszeichen wegen Griechenland in der laufenden Handelswoche. Und jetzt haben wir bislang sogar schon hier wieder die frisch etablierten Widerstandszonen. Die einzelnen Unterstützungen werden jetzt wieder Widerstandslevel. Wenngleich ich hier die Marke von 2110 jetzt mal ein Stück weit relativiere und das Ganze hier oben auf 2130 fixe. Was lässt sich erkennen? Wir haben es wieder mal nicht geschafft, in Übersee hier einen nachhaltigen Impuls nach oben abzusetzen. Also der Ausbruch hier über diesen Abwärtstrend war ein Tag mit richtig Dynamik. Danach der Pullback. Es wurde nochmal versucht, in Richtung Allzeithochs zu streben. Das Ganze scheiterte, wie wir hier aktuell im Bild sehen. Und das wirft natürlich hier Fragen auf, inwiefern man jetzt noch überhaupt irgendwas erwarten darf. Nach oben eben, weil immer wieder die Enttäuschung recht groß waren im Sinne dessen, was macht denn hier der Markt nur? Ja. Und jetzt will ich mal kurz die Range abschöpfen. Sekunde. Der Markt letztlich hier groß enttäuscht, hat jetzt das Level von 2067, 68 Punkte, also zwischen 2065 und 2070 ja letztlich ja erreicht. Wir sehen leichte Stabilisierungstendenzen, aber nach aktueller Einschätzung bleibt das Credo eher, dass wir hier unterhalb des Levels von 2085 wieder schwächer laufen dürften. Man bedenke und gebe Obacht auf die morgen vorgezogenen Non-Farm Payrolls. Am Freitag ist Feiertag in den USA. Das heißt, es wird nicht gehandelt. Das heißt, oder der vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht wird schon am morgigen Donnerstag veröffentlicht und nicht wie sonst üblich am ersten Freitag des Monats. Und das ist natürlich eine Situation, die gerade für morgen 14:30 erhöhte Spannung aufwirft. Wir werden hier live online gehen bei JFD Live Trading TV zu diesen Zeitpunkt werden uns die Indizes, speziell auch den DAX, anschauen und natürlich dann auch da hingehend auf die US-Märkte blicken. Letztlich scheint es mir aber so, als wären wir hier unten noch nicht fertig und würden eben doch jetzt nochmals das Level von 2040 Punkten ansteuern wollen. Scheint mir, wie gesagt, so, dass wir nicht nach oben ausbrechen, das Gap praktisch hier weiter bestehen dürfte. Eine große Überraschung natürlich, je nachdem, wie die Marktdaten auch aufgenommen wären, würden, wenn wir hier mal natürlich morgen einen Ausbruch nach oben sehen. Das wäre jetzt das Alternativszenario, dass man dann praktisch nochmal versucht, hier jetzt zunächst natürlich am morgigen letzten Handelstag der Woche, aber dann eben auch hier einen Startimpuls zu setzen, um weiter nach oben anzuziehen. Das Ganze wäre hier oberhalb von 2085 Punkten per Daily Close durchaus der Fall. Speziell, wenn wir eben zum Beispiel auch heute schon oberhalb von 2086 aus dem Handel gehen würden. Neues Tageshoch auf hohem Level wäre sicherlich bullisch für eine weitere Fortführung positiver Tendenzen. Aber ganz ehrlich, ich rechne eher nicht damit. Das wird auch ein Stück weit gedeckt durch die Saisonalität, die hier im Juli-Verlauf nach unten blickt. Also das statistisch saisonale Verhalten zeigt hier eher eine schwächere Tendenz. Und da sehen wir eben hier, dass die Preisnotierungen grundsätzlich nach unten ausgerichtet sein dürften. Wenngleich wir heute schon eine positive FTSE-Vektorlogik antizipiert hatten, der Markt auch hier, wie gesagt, in Richtung 2090 angestiegen ist, aber hat es nicht geschafft, dieses Niveau zu überwinden und mit Betrachtung des Tagescharts sind wir hier bei 2085 Punkten eindeutig gedeckelt und der S&P 500 dürfte hier eher nochmals Richtung 2065- bis zur Unterstützungszone hier im Bereich um 2045 Punkte zurückfallen. Das erscheint mir hier die eher wahrscheinlichere Variante und im Stundenchart auch den Ausbruch hier über die Abwärtstrendlinien zu sehen. 2100 bleibt ein Widerstand und auch das Level 2085 ist wieder ein Widerstand, wo wir eben jetzt jüngst punktuell gescheitert sind. Und es spricht hier viel dafür, dass wir auch hier die Tagestiefs ausloten, also der positive Auftakt insofern zu Gewinnmitnahmen verleitet und der Markt hier letztlich nochmals nach unten drehen dürfte. Sieht zumindest technisch aktuell danach aus. Saisonal, wie gesagt, haben wir auch ein Stück weit Schwäche zu erwarten.
Und wenn hier nichts Überraschendes kommt aus Griechenland, weltbewegendes, dann ist dies durchaus zu favorisieren. Die Risiken sind aber da und auch natürlich überraschende Spikes, rasche Umschwänge an den Märkten, die müssen einkalkuliert werden. Wir sind hier natürlich in einer Phase mit erratischen Bewegungen zu diversen Newsmeldungen. Und das kann natürlich auch immer die Technik ein Stück weit verhunzen, in Anführungszeichen. Aber grundsätzlich wollen wir uns hier an die Trendbewegung halten. Und mit dem heutigen Retest des Levels von 2085, wo wir am Montag schon nicht drüber gekommen sind. Ja, Widerstand also abermals bestätigt. Und diesem kurzfristigen Abwärtstrend, welcher sich hier an der 24-Stunden-Indikation ableiten lässt, sieht es meines Erachtens eher so aus, als würden wir hier alsbald nochmals neue Tiefs sehen. Bleibt dabei, dass hier der Bär wohl jetzt den Trumpf in der Hand hat. Schade, die Ausbruchstendenzen waren eigentlich gegeben, aber es fehlte wieder die Kraft im Sinne der Nachhaltigkeit und insofern sieht das hier eher so aus, als würden wir den positiven Auftakt eher im Zuge von einer Ausdehnung der Gewinnmitnahmen sehen am Markt. Level von 2085, wie gesagt, das bleibt 2067, 2065 bleibt spannend, ist aber eins der nächsten Korrekturziele und das sind, wie gesagt, einige Pünktchen in diese Richtung. Aufgepasst, wenn wir oberhalb von 2085, 2086 rausgehen, dann haben wir hier sicherlich gute Chancen, doch weitere positives Momentum zu erhalten, aber die Wahrscheinlichkeit dessen sehe ich als eher gering an. Warten wir ab, was passiert, was noch kommt. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder zum nächsten JFD Live Trading TV. Ansonsten immer mal in den Stream geschaut. Updates, Chartanalysen, Indexanalysen folgen natürlich hier unentwegt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend, wenn er denn naht. Wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder. Ich sage beste Grüße in den Äther und wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend. Vor allen Dingen viel Sonne und Entspannung. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer.